Ja, Corona-Inzidenzzahlen, rote Flitzer und Dorferneuerung, das alles und mehr in dieser Ausgabe von Wir im Landkreis die Woche. Also bleiben Sie dran. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wir im Landkreis die Woche. Mittlerweile schon die 20. Ausgabe. Wenn es Ihnen gefällt, dann freue ich mich über einen Klick hier auf den Gefällt mir-Button. Ja, die Inzidenzwerte gehen ja massiv zurück, das ist ja sehr, sehr erfreulich. Allerdings gibt es nach wie vor verschiedene Auffassungen, nennen wir es mal, bei der Berechnung der Zahlen. Landrat Ralf Lessmeister. Herzlich willkommen zu Wir im Landkreis die Woche, auch heute wieder mit Neuigkeiten aus dem Landkreis. Und ich beginne wie immer mit unserem Bericht zur Corona-Lage. Wir haben im Moment aktuelle Inzidenzwerte, die sich erfreulicherweise nach unten bewegen, sowohl in der Stadt als auch im Landkreis. Wir bewegen uns im Landkreis mit Anerkennung der amerikanischen Streitkräfte bei 91,2 aktuell und in der Stadt bei 113,4. Landesweit haben wir einen durchschnittlichen Inzidenzwert von knapp 102 Neuinfektionen auf die letzten 7 Tage gerechnet. Und Sie wissen ja alle, dass im Moment ein wichtiges Verfahren läuft vom Bundesverfassungsgericht. Wir streiten gemeinsam mit 5 Beschwerdeführern für die Anerkennung dieser Streitkräfte bei der Inzidenzberechnung. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite die Infizierten uns anrechnen lassen müssen und auf der anderen Seite aber die Einwohner, die hier seit über 50 Jahren hier leben, in massiver Präsenz, dass die nicht anerkannt werden. Deshalb werden wir weiter am Ball bleiben. Wir haben zwar weitere Mitstreiter mittlerweile, der Landkreis Kusel und auch der Landkreis Birkenfeld unterstützen uns in diesem Vorhaben, haben auch in Karlsruhe entsprechende Verfahren angestrengt und mal sehen, wie das weitergeht. Ja, der Impfprozess, der nimmt ja jetzt richtig Fahrt auf. Mittlerweile dürften hier in der Region über 1/3 der Bevölkerung geimpft sein. Noch einmal Landrat Ralf Lessmeister. Ja, dann gibt es natürlich noch eine erfreuliche Rekordmarke. Wir haben am vergangenen Samstag die 50.000. Impfung vollzogen in unserem Impfzentrum. Das ist eine stolze Zahl und bringt uns natürlich in der Impfquote entsprechend weiter. Das teilt sich so ein bisschen auf in Erstimpfungen und Zweitimpfungen. Wir haben im Moment eine Impfquote unter Einrechnung aller geimpften Erstimpfungen von circa 30 bis 32%. Damit wäre 1/3 der Bevölkerung mittlerweile erst geimpft. Wir sind im Moment dabei, natürlich auch die Impfquote für die zweite Impfungen zu erhöhen. Da bewegen wir uns roundabout bei im Moment 7 bis 8% im Landkreis. Und das nimmt natürlich jetzt zu, weil diese Zeitintervalle, die natürlich innerhalb derer man die Zweitimpfung erfüllen muss, jetzt so langsam ablaufen, sodass wir auch in den Zweitimpfungen unsere Impfquote steigern werden. Wichtig auch bei dieser Aktion ist, dass uns erfreulicherweise die Amerikaner da vorbildlich unterstützen. Wir haben bislang schon knapp 1000 deutsche Zivilbeschäftigte, die bei den amerikanischen Streitkräften beschäftigt sind, geimpft. Ich habe gerade später noch einen Termin bei der US Army. Die Air Force hat das bereits bei 2 Impftagen vollzogen und jetzt steigt auch die US Army ein. Heute Mittag ein gemeinsamer Termin im Impfzentrum der US Army mit General Mohan und ich schaue mir das vor Ort an. Bürgermeister Ralf Hechler ist auch zugegen, dass wir uns das mal live ansehen, wie die Amerikaner das machen. Ja, am Opelkreisel wird ja gebaut, das heißt, die Zufahrt zum Impfzentrum, die ist jetzt eine andere. Da ist eine Umleitung eingerichtet worden. Wir sind diese Strecke schon mal abgefahren. Ein Video verlinke ich hier oben und natürlich nochmal auch unten in der Beschreibung. Da können Sie sich das Video mal angucken und dann sehen, haben Sie schon mal den ersten Eindruck, wie man jetzt fahren muss, um an das Impfzentrum zu gelangen. Ja, bevor ich es vergesse, wenn es Ihnen gefällt, was wir hier machen im
Wir im Landkreis die Woche, dann freue ich mich natürlich über einen Klick hier auf diesen Gefällt mir-Button. Die Gemeinden im Kreis, die rüsten sich ja für die Zukunft. Dorferneuerung ist das Stichwort. Vor einiger Zeit waren wir in Mehlingen, jetzt als nächstes ist Hütschenhausen dran. Dann gab es diese Woche auch eine erfreuliche Überreichung der sogenannten Förderfähigkeit für ein Dorferneuerungskonzept in meiner Heimatgemeinde in Hütschenhausen. Dort hatte ich damals als Ortsbürgermeister noch die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde initiiert und auch in Mainz, damals im Schloss Waldhausen, überreicht bekommen. Und jetzt wird das Dorferneuerungskonzept sozusagen von der ADD als förderfähig anerkannt. Das konnte ich gestern überreichen, Herrn Ortsbürgermeister Matthias Mahl. Und jetzt können die Maßnahmen und Projekte starten, die mit einer erhöhten Förderfähigkeit, hier sind in der Regel 65% Landeszuschuss möglich für zahlreiche Projekte, die die Gemeinde bereits projektiert hat, die können jetzt anlaufen. Und ich bin froh, dass im Rahmen dieser Dorferneuerungskonzepte auch die Kreisverwaltung hier unterstützt. Frau Diederich, Herr Mahr von meinem Team werden die Ortsgemeinde hier weiter beraten. Und ich bin gespannt, was in der nächsten Zeit mit dieser besseren Förderfähigkeit realisiert werden kann. In dieser Mai-Ausgabe des Wir im Landkreis immer mehr erneuerbaren Energien setzt die Zack ein. Informationen zu Eigenkompostierer ohne Biotonne. Nützliche Tipps zu Bauen und Wohnen. Gerade jetzt beginnt ja die Saison. Es geht um Pflege und Betreuung, um Bildung und Wissen, um Panoramastellen, dies und noch vieles mehr in der aktuellen Ausgabe des Wir im Landkreis, jetzt in Ihrem Briefkasten. Ja, über politische Arbeit sagt man ja oft, na, es müssen dicke Bretter gebohrt werden. Dafür braucht man viel Ausdauer und viel Engagement. Zwei Kreistagspolitiker, die das über viele Jahre gemacht haben, die sind jetzt geehrt worden. Sepp Wagner und Hans-Norbert Ansbach. Dann durfte ich diese Woche eine schöne Ehrung vornehmen für zwei langjährige Kreistagsmitglieder, die damals mehr oder weniger bei der konstituierenden Kreistagssitzung untergegangen ist, deshalb nachholen, weil wir mit der Produktion bzw. mit dem Auffinden der silbernen Wappenteller, das ist auch genau diese Ehrung, um die es geht, eben damals nicht verfügbar hatten. Und ich hatte das jetzt nach entsprechender Nachorderung dann nachholen können. Es geht um die zwei langjährigen Kreistagsmitglieder Hans-Norbert Ansbach aus Hochspeyer und Sepp Josef Wagner aus Landstuhl, beide über viele Jahrzehnte hoch engagiert. Hans-Norbert Ansbach auch als Ortsbürgermeister, Sepp Wagner auch als Verwaltungsratsmitglied, lange in der Kreissparkasse tätig. Und das ist dieser schöne silberne Wappenteller des Landkreises, ist eine Ehrenmedaille, die für langjährige Rats- und Mitglieder ausgezeichnet wird. Und deshalb 25 Jahre Kreistag, das ist eine stolze Bilanz. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich für die beiden Geehrten. Und es war mir eine Freude, Sie bei mir hier im Büro zu empfangen. Ja, rote Flitzer machen Freude. Besonders, wenn man einen gewinnt. Beim PS-Spar in der Sparkasse ist jetzt ein Hauptgewinn nach Kaiserslautern gegangen. Glücksgöttin Fortuna scheint es wirklich gut mit unserer Region hier zu meinen. Zumindest beim PS-Sparen der Sparkasse. Denn monatlich schüttet sie ihr Füllhorn mit Gewinnen über Stadt und Landkreis Kaiserslautern aus. In der April-Auslosung des PS-Prämiensparens ging ein Hauptgewinn an einen Lautrer Kunden der Sparkasse. Jetzt konnten die Sparkassenmitarbeiter Christine Pfeffer und Rainer Knoll einen nagelneuen roten Mini One als Gewinn übergeben. Das PS-Sparen gibt es schon lange. Die Idee dahinter ist, dass dabei Sparen und Spielfreude gepaart sind. Und man tut auch noch etwas Gutes.
Das PS-Lossparen gibt es schon seit Jahrzehnten und genauso lange erfreut es sich auch der Beliebtheit bei unseren Kunden. Die Frage warum? Ganz einfach. Drei Fakten spielen hier eine große Rolle. Sparen, spielen und gewinnen und Gutes tun. Was bedeutet es im Einzelnen? Das Los kostet 5 Euro das Stück. 4 Euro kriegt der Kunde wieder zurück und mit 1 Euro beteiligt er sich an einer Lotterie. Was er damit gewinnen kann? Die Gewinne fangen an bei 2,50 pro Los und so ein tolles Auto in der Jahressonderverlosung ist auch mal drin. Wir sehen es heute gerade wieder, ein schicker roter Mini, der seinen Besitzer wechselt. Ja, und Gutes tun, was meine ich damit? Gutes tun heißt, wir als Sparkasse geben aus diesem Topf eine ganze Menge Geld ab an soziale, sportliche und kulturelle Dinge, fördern Vereine oder gemeinnützige Institutionen, gerade ein Klientel, das unter der Knappheit der öffentlichen Kassen leidet. Warum tun wir das als Sparkasse? Weil wir als Sparkasse Kaiserslautern sehr eng mit der Region verwurzelt sind und es ein großes Anliegen für uns darstellt, eben genau diese Menschen in ihrer oft ehrenamtlichen Arbeit auch gut zu unterstützen. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie in der gedruckten Mai-Ausgabe des Wir im Landkreis. Ja, einen ausführlichen Bericht hierzu und auch viele weitere Themen finden Sie in der gedruckten Ausgabe des Wir im Landkreis seit dieser Woche in Ihrem Briefkasten. Ja, und natürlich stellen wir diese Informationen und noch viel mehr auf unserer Homepage www.wirimlandkreis.de und besuchen Sie uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Und natürlich freue ich mich, wie gesagt, auf ein Gefällt mir hier auf und diesem Gefällt mir-Button und abonnieren Sie doch gleich unseren Kanal. Ja, das war auch schon wieder diese Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir sollen ja viel Sonne an diesem Wochenende bekommen. Bleiben Sie gesund und dann bleibt mir noch zu sagen, machen Sie es gut.